Ja, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Luigi Galaxy. Und wir beginnen auch gleich mit der Kreaturenfabrik. Und da zeigt man wieder, Luigi, du musst springen. Immer nur springen. 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 Nur die Gummis abwehren. Wenn du dir noch mehr große Sterne drückst, wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Da bleibt bloß eins. Meine ultimative Waffe. Auf geht's, Oktokönig. Was haben wir denn da vorher gesehen? Dass der König ist. Der großen Sterne gerettet, der ehrwürdigen. Und zu einer Zwischenetage. Ja, alle vier Galaxien sind schon freigeschaltet. Die schauen wir uns erst an nach dem Bosskampf. Oh, yeah.
Ach, ich will nicht warten lassen. Oh, jetzt ist er groß und dick geworden. Los, Luma, verwandle dich. Egal, die werde ich auch erst nach dem Endbosskampf machen. Da gehen wir auch gleich rein. Loft? Das sehen wir erst später an. Das sehen wir später an. Ui, auf zur Garage. Jetzt wird keine Zeit mehr verschwenden, auf zum Kinderzimmer. Denn das ist auch. Die scheinen mal mit den Sternen doch wann anders. Bei denen wollte ich noch nicht machen. Ich mach der rote Blumen jetzt. Einem wie dir werde ich doch nicht mein Geheimnis verraten. Wenn wir die Galaxie gerettet haben. Große Reise, Rosalina. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der die kostbare Person war? Ja. Dann lass uns mal gehen. Meine Lieblingssequenz. Sternwarte zum Kometen machte und somit auch ein Schutt baute, wodurch sie all sich brach. Rosalina ist einfach die beste Fernsehung. Und los gehen wir. Bowsers Galaxienfabrik. Schicksal des Universums. Sehen wir. Mal sehen, ob wir es schaffen, das Universum zu retten. Da ist es. Neue Galaxie. Was haben wir jetzt? Wir sehen uns nicht mehr. Nicht
Pokémon. Ja, ich muss das ohne die Spannung machen. Luigi! Weil ich bemerke, Bowser baut hier gerade Neugang C. Ja, da verliert mir das schon mal zusammen. Ein Lava-Planet. Ein Wüstenplanet mit Heißland sonst auch. Bin ich überhaupt gesprungen, frage ich mich gerade. Bowser-Statue hängen bleibt. Sehr schwer gegen Obergegner, wenn man hier gegen Obergegner hat, keine Ahnung, wer begründet ist. Und wenn man zu ungeduldig ist, passiert das. Erstmal ab. Immer genügend für den Sternteil, also man geht immer auch so ein Lebensfahrt. Auch noch wieder welche. Auf dem Weg war auch noch irgendwo ein One-Up. Die fehlen schon wieder immer nur Luigi, Mario, nicht spürbar.
Und sei Missratener los. Aha, du suchst. Wo suchst du denn? Pete sitzt hier drüben. Luigi! Oh, ja, das war. Das ist schon Luigi sagen. Ach, ein One-Up und macht sie Pilz. Hey, was holen wir am ersten? Feuer! Ist wichtig, wie ich mein Hütchen weiter rutscht. Ich habe ja auch ein gehabt. Der Kampf beginnt. Drei Phasen hat der Kampf. So viel spoiler ich schon mal. Die Zeit ist gekommen. Der große Königstern, der Kern meines Universums sein wird, nähert sich meiner Vollendung. Sieh genau hin. Mit diesem Stern im Zentrum werde ich zusammen mit Peach mein 10.000 Jahre währendes großes Galaxien-Imperium errichten. Und mein Imperium wird sich wie der Urknall im ganzen Universum ausbreiten. Und das heißt Luigi. Du musst zuerst aus dem Weg geräumt werden. Du verstehst doch, oder? Nein, ich verstehe nicht. Ich spreche nicht Bowserisch. Wunderschön ist er.
Und jetzt kommt die größte Tragödie. Ganz leicht zu sagen, was nicht gerade nach Plan läuft. Mein Kosmos, er schrumpft. Und das passiert mit vielen Sternen. Die ziehen sich zusammen und explodieren. Und dadurch entsteht ein schwarzes Loch. Oh, oh. Oh. Au, au. Und wie Bautos wollte, entstand eine neue Galaxie. Man hört sie schreien. Ein Sternbaby wurde geboren. So ein Sternbaby. Dieses Kind wird sicherlich dereinst eine neue Galaxie werden. Wenn das Licht eines Sterns verblasst, zerbricht er zu Sternenstaub. Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt, wird er wieder zu einem Stern. Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter. Aber es wiederholt sich nie das Gleiche, es ist immer wieder neu. Und so? Auf Wiedersehen, Rosalina. Werde ich jetzt schon vermissen. Der Hai jetzt hier. Ein Bowser-Schiff? Die Mobilkönigin? Hab ich irgendwas verpasst? Die scheint schon. Die Kürbiskämpfe. Bowser, Peach und Luigi. Und Peach geht sogar noch gut. Yeah.
Krauser leicht verwundert, erschüttert, verwirrt. Und Luigis Worte zum neuen Stern, Bibi, ist das Gedächtnis an ein neues Leben weitergegeben. Und auch an euch. Ah. Los, Luigi! Welcome! Welcome, New Galaxy! Und trotzdem werde ich schon mal mein Fazit abgeben, denn ich habe das schon mal als Mario durchgespielt. Und trotzdem wird jetzt einmal Mario vorgezeigt. Auch egal. Ich finde das Spiel einfach toll. Hat mir ein bisschen ein paar nervige Aspekte. Natürlich die Challenges. Oder andere noch kommende Sterne, die nervig sind. Aber die Nummer sind so süß, wirklich so niedlich. Man kann ja genug mögen, finde ich. Und Rosalina, die neue Prinzessin, die aufgetaucht ist, die ist einfach auch nur so toll, wirklich. Sie hat ihren Stab, würde ich sagen. Nicht Zauberstab, sondern Stab. Und dadurch kann sie wirklich ihre gesamte Zuhause zu einer Festung umbauen. Und die Transformation ist immer noch meine Lieblingsszene. Die Bossgegner sind alle in Ordnung. Die Sterne auch. Meine sind schwierig, aber man muss ja sein. Und hier den Pixel Mario. Hinter dem befindet sich noch ein Geheimnis. Ich bin schon überlegen, ob ich im Anschluss gleich schon den zweiten Teil von Mario Galaxy raushaue, aber nee, ich erstmal eine Pause in irgendwas anderes Spiel dazwischen packen. Ich weiß nur, was ich da dazwischen packe. Egal. Auf jeden Fall werden wir hier ein bisschen gleich gespoilert, was es sonst noch Ständiges hier gibt. Ach ja, meine Lieblings-Challenge ist da gerade im Hintergrund noch zu sehen. Yippie! Spoiler, was es noch nicht gibt und gab. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Stern ihr bisher am besten fandet. Ist auch vielleicht schwer, aber ich habe es bisher noch gut hinbekommen. Bisher nur ein Game Over. Ich wusste gar nicht, dass man so viele von diesen Geistern haben kann. Das sind schon 6 Stück. Beeindruckend. Da ist schon wieder Bowser Junior. Der ist mir nie gewachsen. Wird er mir schrumpfen? Ganz merkwürdig. Interessantes Spiel. Das werde ich vielleicht nicht überspringen gerade. Und auf jeden Fall noch guten Tag. Und wir mit Spoiler vor in der Ecke. Thank you for playing my game.